Wir sind wieder zurück bei Grim Tales, das Vermächtnis. Immer noch in der schönen Hütte vom schönen Kamin. Und jetzt haben wir die Spritze und ziehen uns mal ein bisschen. Es ist interessanterweise, da war es rot und hier war es gerade grün. Was ich mit dem Bett anstellen soll, weiß ich immer noch nicht. Aber ich werde jetzt. Ich dachte nur etwas, um das hier einzuwickeln. Was? Erst willst du meinen Maulkorb anlegen und jetzt willst du es einwickeln? Zufällig habe ich einen Sack dabei. Und jetzt? What the fuck? Ich habe mir jetzt einfach wirklich so den Wolf in die Tasche gesteckt. Ich meine, cool, ich würde schon einen Wolf als Haustier, aber kann ich den Wolf denn jetzt? Das ist ja eigentlich total süß. Oh, ich piekst dich jetzt, dann kannst du mich anknurren. Oh. Und jetzt kann ich ihn wieder mitnehmen. Dafür habe ich das Bett gebraucht. Oh, ich dachte, ich hätte mir da eine schöne Stunde machen können. Aber gut, war hier eigentlich noch irgendwas in der Bärenhöhle? Denke ich nicht. Ah, genau, entfälltes Eis. Bitte schön. Bye bye. We're a family again, safe and sound. Thank you for helping us find peace. One of these days we'll have to get together under less dramatic circumstances. A nice, quiet visit between sisters. That's what we need next time, my dear. Yeah, just... Hätte ich wissen müssen, dann hätte ich dafür nämlich nicht nochmal extra eine neue Aufnahmesession gestartet. Das hätte jetzt eine sehr kurze Folge. Während ich die Credits gerade durchlaufen lasse. Ja, das war Grim Tales, das Vermächtnis. Sehr enttäuschend. Wenn ich wirklich gewusst hätte, dass es so kurz ist. Hätte ich definitiv keine neue Aufnahme gestartet. Ja. Es scheint auch keine extra Kapitel nichts zu geben dergleichen, deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns bei einem neuen Wimmelbildspiel wiedersehen werden. Es wird wahrscheinlich wieder der Grim Tales Reihe entspringen und ich werde wahrscheinlich wieder der Verzweiflung nahe sein. Aber das alles sehen wir dann ja im nächsten Teil. Ja, Fazit des Spiels. Teilweise ziemlich verkorkst, teilweise ziemlich unlogisch. Und ehrlich gesagt hätte ich schon gern noch gewusst, was Mr. Grey dazu zu sagen hatte. Aber das bleibt uns wohl für immer ein Rätsel. Ja, wie gesagt, das war Grim Tales, das Vermächtnis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!